Ich habe alles verloren, was ich hatte. Ich habe dann den liebsten Menschen auf Erden verloren. Ja, komm. Und er greift rein und wollte die Box rausholen und greift natürlich in diesem Wespennest rein. Hier sind die ganzen Wespen auf ihm drauf. Und da hat er sich umgedreht, ist sofort im Pool reingesprungen. Ihm ging es sehr, sehr schlecht. Er hatte eine Übelkeit, Kopfschmerzen, die Stiche waren überall zu sehen. Damit muss man behandelt werden. Es geht gar nicht anders. Bitte. Und bitte. Dankeschön. Ich habe mal gesehen, das verwackelt. Hier verkehrt und dann sagte, dann haben wir ihm erzählt, dass er von den Wespen, dass er im Wespennest reingegriffen hat, dass er von den Wespen gestochen ist und dann sagte eben, hatte mein Mann gefragt, ob er Schmerzen hat und so, sagt mein Mann, ja, ich habe hier oben am Kopf habe ich sehr viel Schmerzen, mir tut alles weh hier und da sagte er, ja, soll wohl sein, dass sie Schmerzen haben, wenn so viele Wespen stechen oder wenn Wespen stechen, der tut immer weh. Und da sagt er aber, mir kribbelt es aber auch im Körper. Da sagt er, ist klar, wenn man eine allergische Reaktion hat, kribbelt es immer. Und dann muss er sich hinstellen und da hat er ihn gefragt, ob der Luft kriegt. Und da sagt er, ja, ich bekomme Luft. Und da sagt er, mir tut es aber hier rechts so weh. Und dann sagt er, ja, dann ziehen Sie mal bitte Ihr Hemd aus. Hat er Hemd ausgezogen und mein Mann, der ist ein rötlicher Typ. Der war vorher, einen Monat vorher in der Türkei auch gewesen, im Urlaub gewesen, der wird nicht braun, der wird nur rot. Und dann hat er so draufgepickt auf die Stirn und er sagt, da einen schönen Sonnenbrand haben sie aber. Und dann sagt er zu der Schwester, wenn es Steel-Gel, wenn es Steel-Tabletten und eine Tetanusspritze. Und da guckte ich und sagte, Thomas, du hast erst eine Tetanusspritze gehabt. Da sagt er, nach der Neinbauer, sagt er, das ist schon etwas länger her. Und dann ist der Arzt aber auch gegangen, die Schwester hat Gel abgefüllt in diesem kleinen Pöttchen. Und hat uns die Venestil-Tablette gegeben, hat gesagt, wenn wir nach Hause kommen, soll er sich, sollen wir ihn sofort damit einreiben. Die Tablette soll er nehmen, die hält 24 Stunden und dann morgen nochmal. Und wir sollten dann mit diesem Schein, sollten wir zum Hausarzt gehen. Dann hat sie ihm die Tetanusspritze gegeben und hat uns den Ausweis gegeben, dann konnten wir gehen. Und dann hat er die Tablette genommen, dann haben wir ihm eine Liege hin, so eine Rollliege hingestellt, haben ihn draufgelegt und haben ein langes Badehandtuch, ein großes genommen und haben ihn so ein bisschen zugedeckt, weil er sagte, ich fröstle so ein bisschen. So, und das war eine Stunde, also wirklich eine Stunde, wie wir im Garten waren. Und da kippte der so um zur Seite und die haben noch alle gedacht, der macht einen Scherz und sagt noch zu ihm, Mensch Thomas, hör auf jetzt, hör jetzt auf. Und dann war aber nichts mehr, da war er tot. Aber sollen doch einfach nur zu ihrem Fehler stehen und ist gut. Mehr möchte ich gar nicht. Ich möchte nicht, dass der Arzt, wer weiß was, einen Job verliert oder möchte ich ja gar nicht. Der soll ja so weiterleben, wie er lebt.
Ja, aber der soll eben halt seinen Fehler zugeben und fertig. Mehr möchte ich nicht. Das ist das gar nicht so. Ich habe Zeit, ich habe sehr viel verloren, ich habe ganz viel verloren. Ich kann vielleicht nur was dazu gewinnen, mehr nicht mehr. Ne? Ich habe alles verloren, was ich hatte. Ich habe den liebsten Menschen auf Erden verloren. Ja, komm, wieder. Gut dabei. Mir geht es wirklich nicht gut dabei. Ich liege Tage auch, da habe ich Zeiten, ich stehe auf und ich kann gar nicht aufstehen, weil ich bin so irgendwie angegriffen, da könnte ich nur liegen den ganzen Tag und könnte weinen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich diese Situation jetzt noch mal hätte, ich hätte meinen Mann auch eingepackt und wäre noch mal woanders hingefahren. Hätten wir vielleicht eine zweite oder eine dritte Meinung sogar geholt. Und ich... Warten Sie, ich sage Ihnen das. Bleiben Sie ruhig stehen. Danke. Und bitte. Identisch. Wie geht es dir? Gut. Ach, so weit klar? Hast du neu? Also trotzdem immer noch nicht, was ich dir erzähle. Ich kann mir vorstellen. Mit dir auch nichts drin? Nein, die wollte auch nichts drin, weil die hatte auch die Ohren. Je nachdem, also normales Vier, aber ich konnte auch ein bisschen später machen. Weil der hat Spaß. Ja, Gott sei Dank. Ja, bin auch froh. Guter Wind damit von meiner Haut. Trinkgülle. Das ist jetzt ja nicht drauf. Und bitte. Also, jetzt kurz. Okay, habe ich noch gefunden. Von Thomas. Du hast die und die Toilette. Eine hat er ja genommen. Die anderen konnte ja nicht mehr. Habe ich nur aufgehoben, ich weiß nicht, ob ich das noch brauche. Wer weiß. Lass mal lieber da. Das noch. Eben. Ist ja auch noch eine Sache. Mhm. Was sie da mit ihm gemacht haben. Und bitte.